Das ist schon eine ziemlich dicke Rallye, die wir derzeit sehen. Die Frage ist, ist das der Boden oder kommt da noch mal was? Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass da noch mal was nach unten kommt. Deswegen stellt sich die Frage, naja, wo sollte man vielleicht mal die Reißleine ziehen, wenn man diese Rallye mitgemacht hat, die ja gekommen ist, nachdem wir gnadenlos überverkauft waren, eine extrem bärisch waren und solche technischen Gegenbewegungen, solche Bärenmarkt-Rallys sind durchaus normal. Also ist Timing wichtig, ist wichtig. Wann werde ich vorsichtiger, wenn ich auf der Long-Seite unterwegs bin und möglicherweise schon gute Gewinne erzielt habe? Das wollen wir uns in diesem Video mal anschauen. Zunächst mal hier Dow Jones 2,8%, S&P knapp über 3%, also Nasdaq auch 3,34%, alle 11 Sektoren, wie sie unten in dieser Grafik sehen, im S&P 500 waren im Plus. Rallye auf breitester Front, hurra, alles wird gut, alles ist schick. Jetzt werden wir bald neue Allzeithochs sehen. Naja, das sagt nur Tom Lee von Fundstrat, sonst glaubt keiner an zeitnahe Allzeithochs. Dafür sind wir schlichtweg in einer zu schlechten Position bei einer sich abkühlenden Wirtschaft und vor allem entscheidend, die Fed ist nach wie vor und andere Notenbanken sind nach wie vor dabei, die Geldpolitik zu straffen, nicht zu lockern. Und solange hier kein wirkliches Umdenken, kein wirkliches Umsteuern passiert, ist das eine Bärenmarkt-Rallye. Die Aktienmärkte und die Märkte insgesamt glauben zwar, dass die Fed vor einer Wende steht, aber die Fed sagt, nö, tun wir nicht. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da nochmal den Märkten ein bisschen auf die Finger geklopft wird. Auch wenn diese Rallye wahrscheinlich noch Potenzial hat. Wir haben jetzt den besten Two-Day-Run gesehen im S&P 500 seit März 2020, also seit dem Corona-Crash. Die Dickfische ist wieder dick dabei, eine Microsoft über 3%, eine Google über 3%, eine Amazon über 4%, also alles wirklich durch die Bank grün. Normalerweise ist es derzeit so, entweder alles rot oder alles grün, jetzt seit zwei Tagen wieder alles grün. Wir sehen die Terminal Rate Expectations, es sind wieder ein bisschen gestiegen, also man geht doch davon aus, dass die Zinsen ein bisschen weiter nach oben gehen, denn die Fed will schlichtweg in ihrer Rhetorik nicht ablassen, wird oder bleibt einfach bei ihrem Mantra, die Märkte nehmen an, die Fed wird bald umsteuern, die Fed tut aber nichts dergleichen und ja, der Weg des größten Schmerzes hat mal wieder die Bären erwischt. Hier sehen wir einen armen Bären, der sagt, ja, gerade als wir unter die Jahrestiefs vom Juni gefallen sind, da hatten wir diese Intervention durch die Bank of England, durch China und Japan, die jeweils ihre Währungen verteidigt haben und dann sind meine Stops gezogen worden. Also das Leben ist ziemlich grausam, gar keine Frage, aber das hat sich so ein bisschen abgezeichnet, wer so überverkauft ist. Wenn Märkte so überverkauft sind, ist es gefährlich, Short zu gehen, auch wenn man übergeordnet vielleicht dann auf der richtigen Seite ist, aber dann braucht man erstmal tiefe Taschen. Das Narrativ, das derzeit ein bisschen überzeugender ist als all das, was wir bei diesen Bärenmarkt-Rallys gesehen haben, ist Finanzstabilität, ist, dass die Dinge hier schnell ungemütlich geworden sind. Pensionskassen in Großbritannien, ich hatte das gestern schon im Marktgeflüster aufgezählt. Es ist also nicht nur die Hoffnung auf ein Pieken der Inflation, das war das Leitmotiv der bisherigen Rallyes. Jetzt haben wir einen Faktor, der wichtiger ist, nämlich Finanzstabilität. Jetzt kracht es teilweise an manchen Ecken und da hofft man, dass die Notenbanken dann eben nicht systemrelevantes kaputt gehen lassen wollen. Aber wahrscheinlich muss erst etwas kaputt gehen, bevor sie dann wirklich umsteuern. Deswegen ist aus meiner Sicht ein nochmaliger Rücksetzer durchaus wahrscheinlich. Ron Walker hat mal hier diese Projektion entworfen mit einer Fünferwelle sozusagen, die dann noch kommt. Jetzt die Viererwelle. Die Vierer ist eine Gegenbewegung, die technisch in der Regel schwächer ist, nicht so groß ist. Und wir sehen, da sehen wir vielleicht jetzt mal Rücksetzer, weil wir überkauft sind im ganz kurzen Zeitfenster nach dieser Monster-Rally in den letzten beiden Tagen. Dann der weitere Anstieg und dann hier an dieser Trendkanallinie im Bereich 3850 um und bei wäre ein idealer Wendepunkt. Da liegt Widerstand oben, wie Sie im Chart sehen, da ist die Trendkanallinie und dann nochmal der Rücksetzer. Das ist das wahrscheinlichste Szenario aus meiner Sicht. Keine Garantie, keine Gewissheit, aber wir sind eben nach wie vor in einer Bärenmarkt-Situation, denn, das bringt hier Lisa Abramowitsch gut auf den Punkt, die Fed hat keinerlei Hinweis darauf gegeben, dass sie in irgendeiner Form umsteuern wird. Jetzt brauchen die Märkte eben einige
Faktoren, die die Fed zum Umsteuern bringen müssen. Hier übrigens nochmal ein Punkt, den ich jetzt hier mal eingefügt habe. Russland, das könnte ein Thema sein, das dann den Märkten nochmal auf die Füße fällt. Denn die Russen sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation und werden früher oder später ein Zeichen setzen gegen Kiew. Da wird es etwas geben, da bin ich relativ fest davon überzeugt, ob das jetzt passiert oder in einigen Tagen passiert. Aber das könnte auch der Grund sein, geopolitische Spannungen, geopolitische Sorgen, dass dieser Ukraine-Krieg doch sich immer mehr ausweitet, könnte letztendlich auch einer der Gründe sein, warum wir dann nochmal zurückgehen, jenseits der Überlegungen FED, dass die Märkte da ein bisschen vielleicht wieder überschießen in Sachen FED-Erwartungen. Gucken wir uns mal den Dollar an. Der Dollar ist sehr, sehr wichtig und seit 5 Tagen in Folge gefallen. Und das ist jetzt der größte Rückgang beim US-Dollar seit März 2020, also auch wieder Corona-Crash. Gestern allein 1,25% gefallen und hier sehen wir eben mal den SPY, also das ETF auf den S&P 500 und den Dollar-Index invertiert und wir sehen, fallender Dollar ist gleich steigende Märkte und umgekehrt, das ist derzeit das Muster und wenn Renditen und Dollar fallen, dann steigen die Aktienmärkte, ich hatte das zuletzt immer wieder betont. Inflation ein wichtiger Punkt, aber vor allem Arbeitsmarkt ein wichtiger Punkt und heute bekommen wir die ADP-Arbeitsmarktdaten, die Vorausschau für das, was am Freitag dann mit den großen Non-Farm-Payroll-Arbeitsmarktdaten passiert. Gestern hatten wir die JOLTS, deutlich schlechter die Job-Openings, also das, was praktisch an offenen Stellen in den USA der Fall ist. Zweitgrößter Rückgang in der History, aber wird das bestätigt etwa durch die ADP-Zahlen heute. 132.000 hatten wir letztes Mal, das war schon enttäuschend. Davor waren es heute die Erwartung 200.000. Da dürften die Märkte dann um 14.15 Uhr reagieren. Amazon hat jetzt weite Teile seines Businesses eine Art Einstellungsstopp verhängt. Ist nicht die erste Firma, aber eine sehr, sehr wichtige Firma. Wir sehen das schon bei vielen, vielen anderen Unternehmen, dass da nicht mehr eingestellt wird. Also klare Zeichen, der Arbeitsmarkt ist letztendlich über seinen Gipfel gekommen, hat sein Hoch erreicht. Jetzt sehen wir eine Wende. Die Frage ist, sehen wir die Wende eben auch an den Aktienmärkten? Hier mal 2 Tage in Folge, wenn man praktisch Back-to-Back Gewinne hat von 2,5% mindestens beim S&P 500. Da sehen wir, 2008 ist diese ganze Geschichte schon mal passiert. Aber 3 Monate später standen wir dann 17% tiefer. Also das ist keine Garantie. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch aus den 90er Jahren Beispiele etwa oder aus hier den 70er Jahren auch und vieles hat ja, oder es gibt ja viele Parallelen zu den 1970er Jahren. Also es ist offen, wenn wir solche dicken Gewinne sehen, kommen von einem 52-Wochen-Tief, also von einem Tiefstand für das Jahr, dann gibt es eine sehr, sehr unterschiedliche Performance. Oktober 90, Oktober 2002. Da ging es dann positiv weiter. Manche sagen, ja eben, 1990, da war dann wirklich der Boden erreicht. Aber jetzt haben wir halt die Situation, dass wir Notenbanken haben, die Geldpolitik nicht lockern, sondern noch straffen. Und das ist das Problem. Solange das nicht der Fall ist, wird der Boden nicht endgültig gefunden sein. Und dass die Fed jetzt komplett umkippt, da muss noch viel mehr passieren. Da muss ein Unfall passieren, da muss richtig was passieren. Also müssen die Märkte nochmal nach unten wahrscheinlich, müssen diesen Unfall provozieren. Dann reagiert die Fed und dann haben wir wahrscheinlich hier die Wende wirklich gesehen. Goldman Sachs hier zum Beispiel mit der Headline und Core Inflation Projektion. Da sehen wir, das wird deutlich nach unten gehen. Gar keine Frage. Die Frage ist nur, wie schnell. 13. August, also nächste Woche, bekommen wir die nächsten Inflationsdaten. Unten sehen wir die Financial Conditions. Haben sich ein bisschen gelockert, nachdem die Anleiherenditen zurückgegangen sind, die Aktienmärkte sich ein bisschen erholt haben. Ein bisschen was ist da passiert. In Sachen Inflation noch ganz wichtig, die Mieten oder Apartment Demand. Also wie ist denn die Nachfrage nach Immobilien in den USA? Und da sehen wir, das ist jetzt rückläufig, das ist relativ schnell gegangen. Die Krise am US-Immobilienmarkt wird ein richtiger, wichtiger Faktor werden, aber ist es noch nicht. Das wird aber dann wahrscheinlich auch einer der Punkte sein, warum die Fed umfallen wird und umfallen muss. Fällt die Konjunktur um? Kupfer ist das Metall, das uns am besten vielleicht darüber Auskunft gibt. Hier sehen wir Stabilisierungsversuch bei Kupfer. Wir müssen jetzt über dieses Hoch, dieses Zwischenhoch, was wir da gesehen hatten, nochmal drüber, müssen bestätigen, ja, da ist der Wille da,
ein bisschen wieder Land zu gewinnen hier im Chart von Capital.com. Kupfer ist sehr, sehr wichtig. Kupfer hat aus meiner Sicht langfristig hervorragende Perspektiven. Man muss eben aber auch mal ein bisschen Schmerz erdulden können, um das auszusitzen. Elon Musk hat auch Schmerzen. Gestern hat er überraschend bekannt gegeben, dann doch Twitter für $54,20 zu übernehmen. Also das ganze Hickhack war umsonst. Er kauft jetzt doch Twitter für diesen gewiss zu hohen Preis. Das wird ihm schlechte Laune machen. Wahrscheinlich haben ihm seine Anwälte gesagt, du wirst da eine juristische Niederlage erleiden. Lass es besser, dann beiß jetzt in den sauren Apfel. Das hat er gemacht. Jetzt will er eine Everything-App erschaffen. Also eine App, die alles kann, Zahlungssystem ist, aber gleichzeitig auch Text-Message-System ist, okay. Der Elon hat interessante Ideen, gar keine Frage, und er wird ja scharf kritisiert wegen seinen Aussagen zu einem Frieden in diesem Ukraine-Krieg von Melnik und anderen Konsorten. Ist er da ja praktisch verrissen worden. Aber eines muss man sagen, er hat für die Ukraine mit Starlink wahrscheinlich mehr gemacht, als ein Herr Melnik in seinem ganzen Leben für die Ukraine gemacht hat. Und da würde ich einen meiner besten Freunde, nämlich Elon Musk, durchaus verteidigen, gerade gegen diejenigen, die sagen, wie kann er nur einen Frieden vorschlagen? Ich finde, man kann das vorschlagen, auch wenn dieser Frieden allen wehtut. Den Russen wahrscheinlich wehtun würde, dem Westen und vor allem der Ukraine wehtun würde, weil eben Gebiete möglicherweise dann im Donbass dann doch an Russland kommen. Aber die Leute sind weitgehend russischsprachig. Wäre das so dramatisch, wenn man sagt, okay, die bekommen hier Autonomie oder gehören gleich zu Russland? Russland macht dann andere Kompromisse, wäre zumindest etwas, was denkbar ist, um diesen furchtbaren Krieg zu beenden. Wahrscheinlich wird das nicht so kommen, aber dass Elon Musk hier vermittelt, finde ich an sich okay. Oh, jetzt kommen wir nochmal nach Deutschland. Mehr Firmen wollen ihre Preise anheben, im Lebensmittelbereich sogar 100%. Alle Firmen, die befragt wurden, wollen ihre Preise anheben. Also hier sehen wir, dass die Inflation noch lange nicht vorbei ist. Anders als in den USA bleibt der Inflationsdruck aufgrund Energiethematiken besonders hoch. Das sehen wir jetzt dann auch in der Handelsbilanz Deutschlands, die heute veröffentlicht wurde. Die Importe steigen sehr stark, weil wir eben für sehr teures Geld Energie importieren müssen. Das verhagelt uns die Handelsbilanz, die immer schlechter wird. Da kommen wir mit den Exporten kaum mehr hinterher, um das auszugleichen. Und das hat dann groteske Folgen. Wir sind einer Art Planwirtschaft in der Energiepolitik immer näher gekommen, wie ein Historiker sagt. Es geht sogar so weit, dass man den Menschen die Heizung abdreht. Das hat sich nicht mal die DDR getraut. Ja, da ist was dran. Ein Hamburger Stahlwerk wirft jetzt die Öfen nur noch gemäß der Wettervorhersage an. Der Wind ist ein unbeherrschbarer Wirtschaftsfaktor geworden. Die können eben nur noch produzieren, wenn Windkraft da ist, damit sie zu einigermaßen vertretbaren Kosten überhaupt sich das noch leisten können. Das zeigt die ganze Absurdität. Gestern ja schon der Bericht, Deutschlands größter Stromnetzbetreiber sagt, Ultima Ratio könnte sein, dass wir keinen Strom mehr exportieren in anderen Ländern, wenn es bei uns knapp wird. Das ist genau das, was Leute wie Andreas Dehn und Larsen vorhergesehen haben. Wir lassen dann eine Art Energienationalismus walten. Small countries in Europe will suffer in case. Es wird die Kleinen treffen, aber schon jetzt besorgen wir dafür, nämlich wir Deutschen, dass andere leiden. Es spricht nur keiner drüber. Pakistan zahlt jetzt den Preis. Massivste Probleme, spricht keiner drüber. Wir haben gestern in Bangladesch gesehen, wo über 150 Millionen Leute Stromausfall hatten. Warum? Weil die kriegen keine Gaslieferungen mehr, weil die Deutschen sagen, we pay every price, we are German stupid energy money, we pay everything for your energy. Und das bedeutet, dass Pakistan und Bangladesch keinen Zuschlag mehr bekommen. Die werden alleine gelassen, Herr Habeck von den Grünen und Frau Baerbock, Sie sind doch immer so menschenfreundlich. Da scheint es Ihnen völlig wurscht zu sein, dass wir diese Länder gegen die Wand fahren. Doppelmoral, ja, kann man wohl nicht anders bezeichnen. Ich habe Ihnen diesen Artikel über Pakistan mal verlinkt, damit Sie sich das mal anschauen und diese grüne Doppelmoral auch vielleicht mal wirklich in der Praxis sehen. Zweite Empfehlung, die ich Ihnen geben möchte, warum die UN-Notenbanken zum Stopp der Zinsanhebungen auffordert, weil eben viele Länder schon massiv in Schwierigkeiten sind durch diese Zinsanstiege, durch den teuren Dollar, durch den Anstieg des Dollars, Sri Lanka, Laos, Ghana, Türkei ist betroffen, Sudan, Malawi,
wie sie alle heißen, alle mit großen Abwertungen zum US-Dollar. Auch das interessant, da fordert man sogar so eine Art Planwirtschaft. Also wir kommen dem Sozialismus immer näher, dem grünen Sozialismus immer näher. Und das ist doch eine wunderbare Nachricht, meine Damen und Herren. Zwei Artikelempfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.